Aufgepasst, meine Freunde, und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute gibt es ein extrem spannendes Video. Wir schauen uns 5 Punkte an, die so extrem wichtig sind im selbstständigen Dasein, aber auch sozusagen im Privatleben. Ich hatte letztens einen Skype-Call und derjenige hat zu mir gesagt, Herr René, könntest du mir 5 Punkte nennen, die du vielleicht anders machen würdest oder die man definitiv berücksichtigen muss? Und genau diese 5 Punkte, ich dachte mir so, Digga, das ist eine super, super, super gute Frage. Und deswegen mache ich auch das Video für euch. Und genau diese 5 Punkte sind da rausgekommen nach einer ganz schönen, langen Überlegezeit. So, Überlegezeit, Nachdenkzeit, wenn ich das so sagen darf. Und ich fange direkt mal an. Ich will eure Zeit natürlich nicht verschwenden. Ihr solltet euch das Maximale hier rausholen. Und jetzt starten wir direkt rein. Denke langfristig. Ich hatte in meinem Leben schon tausende Skype-Stunden so gefühlt mit den ganzen Membern. Ich hatte so viele Stunden, wo ich mit jemand anderen gequatscht habe. Und das ist mir immer wieder aufgefallen. Viele wollen in den ersten Monaten, 1, 2 Monaten, wollen die alles erreichen und ihnen geht es zu langsam. Sie unterschätzen, was sie in einem Jahr, in 2 Jahren erreichen können. Und es ist in jedem Lebensbereich so. Ich kann es euch bei eBay sagen, klar ist es am Anfang schwierig, wenn man 0 Bewertungen hat, wenn man gar nichts hat. Aber desto länger man dran bleibt und auf einmal geht es so nach oben. Und das ist nicht nur im eBay-Bereich so, sondern es ist beispielsweise auch im Sportbereich so. Ich trainiere jetzt ja für den Ironman am 2. Kanal, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da ist es halt einfach auch so. Am Anfang sind die Stunden, die du da läufst, so richtig zack. Und auf einmal wird es und du wirst besser. Und das geht nicht auf 2, 3 Wochen, sondern es dauert Monate, bei manchen Jahren. Und das ist genauso im Business-Bereich, im geschäftlichen, im Sportbereich und überall anders so. Also Freunde, erster Punkt, denke langfristig. Du wirst nicht oder Rom wurde nicht in einer Nacht erbaut. Ist das ein Spruch? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Unterschätzt nicht, was ihr in einem Jahr, in 2, 3 Jahren erreichen könnt. Die meisten überschätzen das, was sie in ein paar Wochen machen können und unterschätzen, was sie in Jahren machen können. Also denke langfristig. Nächster Punkt, nicht wegen dem Geld. Und das ist so ein heftiger Punkt, nicht wegen dem Geld. Was meine ich damit? Ich gehe jetzt speziell auf Nischen ein. Grundsätzlich, es gibt Leute, die sehen, okay, bei dem läuft Lego gut, bei dem läuft Lego gut, bei dem ist TCG gut und so weiter. Und dann gehen sie in die Nische TCG, Lego oder irgendwo rein, nur weil sie denken, okay, boah, der hat so viele Sales und das ergibt sehr, sehr viel Geld. Sie machen das Ganze nur wegen dem Geld und nicht, weil sie Bock auf diese Nische haben. Und das ist besonders für Anfänger eine ganz, ganz schwierige Geschichte oder eine ganz, ganz tückische Geschichte. Sie investieren dann dort Geld, meistens haben sie aber keinen Bock, sich weiterzubilden in diesem Bereich, weil sie eigentlich keinen Bock auf die Nische haben, aber Geld, das große Geld da drin sehen. Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite krosse Krabbe direkt neben dem Original zu bauen? Moneten! Und was passiert? Sie haben keine Weiterbildung, weil sie keinen Bock drauf haben, sie bilden sich nicht weiter, machen dann falsche Investments, kaufen falsche Dinge ein, weil sie sich nicht auskennen. Und das ist ein Teufelskreis. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und es ist halt einfach so. Zum Beispiel, ich gehe wieder auf mein Ironman-Beispiel ein. Stellt euch vor, ich sage, okay, ich mache den Ironman jetzt nur wegen dem Geld. Das haut auch nicht hin. Das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Macht es, weil es euch Spaß macht. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, hey, TCG ist meine Nische, ich liebe es, Karten zu sortieren, ich liebe es, das oder das zu machen. Oder eine repariert halt lieber PCs, Laptops oder Konsolen oder ganz was anderes. Ganz, ganz wichtig. Oder hat dann einfach Spaß an dem ganzen Handeln. Dann kann man natürlich alles machen. Es ist halt einfach ganz, ganz schwierig, dass man dann, wenn man nicht ein Experte in der Nische wird, weil man keinen Bock hat, sich dort weiterzubilden und es nur wegen dem Geld macht, sehr, sehr viele Fehler im Investment macht. Also grundsätzlich, Punkt Nummer 2, mach es nicht wegen dem Geld, egal was du jetzt machst, Sport, Reselling in irgendeiner Nische oder andere Dinge, Freunde. Eine wichtige Geschichte. Vergiss nicht auf deine Säulen. Und das ist mein größtes Problem und auch der Punkt oder der Punkt Nummer 3. Vergiss nicht auf deine Säulen. Und grundsätzlich habe ich die Säulen jetzt hier so aufgeschrieben, wie ich sie halt sehe. Also die wichtigste Säule, da wird es einer sagen, Digga, die Familie ist das Wichtigste, ist vollkommen klar, dass die Familie das Wichtigste ist. Aber stell dir vor, du hast jetzt irgendwie Krebs oder so. Natürlich wird deine Familie bei dir sein, das ist vollkommen klar. Und deswegen stelle ich die ungefähr auf eine Stufe. Deine eigene Gesundheit und deine Familie, das ist halt das Wichtigste. Das ist das wichtigste Gut, deine Gesundheit. Ohne deine Gesundheit ist alles nichts. Stell dir vor, du bist gerade so ein richtig, du hast so viele Termine, eilst rum, verdienst richtig fettes Geld. Und dann sagt dir der Arzt, du hast Krebs im Endstadium, wirst noch 3 Monate leben. Was passiert dann? Dann ist dir das Geld,
alles ist dir scheißegal. Du willst eigentlich, du würdest alles dafür geben, wieder gesund zu werden. Und das habe ich so spät verstanden. So spät, weiß nicht, ob es zu spät ist. Zu spät ist es hoffentlich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin 26 und schaue jetzt einfach auch drauf. Ich musste mir direkt selbst eine Challenge auferlegen in einem Zweitkanal, dass ich wieder Sport mache und so weiter. Aber so habe ich es mit Druck. Ich arbeite gerne mit Druck, so ein Tipp nebenbei. Ich mache mir selbst Druck, um dann beispielsweise Sport zu machen. Nur so das Beispiel. Aber die Gesundheit, dann die Familie natürlich. Familie ist auch das Wichtigste, also neben der Gesundheit natürlich, weil was bringt dir das ganze Geld, wenn du dann in den Sportwagen oder was weiß ich, was du dir gönnst, was manche denken, Sportwagen wichtig ist oder nicht, das ist eher nicht wichtig, aber ihr wisst, was ich meine. Und ohne Familie, ohne Freunde, meiner Meinung nach zählen halt Freunde auch hier rein, ist das auch alles nichts. Wirtschaft und Weiterbildung würde ich auch als Säule sehen, weil wenn du jetzt wirklich gar kein Geld hast, du musst fast unter der Brücke schlafen, dann ist dein ganzes Leben auch nicht nice, aber versteht das jetzt nicht falsch, auch wenn du unter der Brücke schlafst, also ich schlafe lieber unter der Brücke, so, was in Österreich tatsächlich nicht passieren kann, bevor ich Krebs im Endstadium habe, so, ihr wisst, was ich meine, das sind halt die Punkte, Gesundheit, Familie, Wirtschaft, Weiterbildung, da musst du halt einfach schauen, dass du in deine Gesundheit investierst, indem du Sport machst, das ist mal das Wichtigste. Sportlich, gesund ernährst, einfach vielleicht keinen Alkohol trinkst. Ja, genau. Dann Familie. Ganz, ganz wichtig. Schau, ruf deine Freunde an, nimm die Zeit für deine Familie, auch wenn es nur am Abend oder am Wochenende ist. Schau, dass du auch hier am Start bist. Dann natürlich dein Beruf, da musst du auch Gas geben unter der Woche. Kannst du dir ja die Zeiten blocken, damit du auch wirtschaftlich am Start bist und dann nicht da Probleme bekommst. Und natürlich die Weiterbildung. Nimm die Zeit für deine Weiterbildung. Und wenn du diese vier Säulen, das war es halt bei mir, auf einen Nenner sozusagen bringst, dann hast du keine Probleme. Wenn jetzt aber eine Säule bröckelt, sagen wir mal Wirtschaft, du hast jetzt kein Geld, hast alles verloren, dann leidet dann auch wieder die Familie und vielleicht auch deine Gesundheit drunter, weil du wieder viel zu viel arbeitest, die Familie vernachlässigst. Wenn du es dich nicht weiterbildest, dann leidet vielleicht die Wirtschaft darunter. Wirtschaft, ihr wisst, was ich meine damit. Und dann geht es wieder so weiter. Das ist dann auch wieder so ein Teufelskreis. Also schau, dass dein Building auf vier Säulen steht und nicht auf einer oder zwei, denn dann fällt es irgendwann um. Ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 4, hat es einen Sinn? Hat es einen Sinn, was ich hier mache? Das habe ich mir so oft gestellt und nach wie vor, wenn einer schreibt, ja, aber deine YouTube-Videos, ich denke mir immer so, hat es einen Sinn, was ich euch hier weitergebe? Bringt das, was ich jetzt hier mache, der Welt einen Mehrwert? Gebe ich der Welt was zurück mit dem, was ich mache? Und diese Frage muss man sich stellen. Ich denke dann immer so, okay, es gibt so Leute, die versuchen irgendwie andere Leute in so eine Gruppe mit Forex-Signalen zu bringen, was einfach der reinste Scam ist. Und dann denke ich mir, Digga, was du machst, das hat doch langfristig, das hat aber gar keinen Sinn. Du wirst von der Welt definitiv bestraft werden und das glaube ich. Und hat mein Ding Sinn? Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich sehr, sehr vielen Leuten schon weiterhelfen konnte. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber das musst du dir fragen. Wenn du irgendeinen Scam oder irgendeinen Scheiß machst, und vielleicht erfolgreich bist gerade, aber hat das langfristig einen Sinn? Oder auch kurzfristig hat das Forex-Signal-Scheiß-Zeug, WhatsApp-Gruppen-Ding auch keinen Sinn, das ist klar. Aber ich würde mich halt fragen, willst du am Ende, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 5, du lebst nur einmal, willst du am Ende deines Lebens sagen, wenn wir nochmal auf die Signale-Gruppen zurückkommen, die halt einfach überhaupt nicht funktionieren, willst du am Ende von deinem Leben dann darauf zurückschauen, dass das Einzige, was du gemacht hast für diese Welt, andere Leute abgezogen hast? Nein, also das, am Ende ist das Geld, ist alles nichts mehr wert, sondern nur das, was du gemacht hast. Und wenn du dein ganzes Leben lang Leute beschissen hast, keinem weitergeholfen hast, nichts der Welt zurückgegeben hast, dann wirst du ganz, ganz traurig und armselig, das wird dich einholen, hundertprozentig. Und das verstehe ich halt einfach nicht, dass es so Leute gibt. Ich denke immer so, es muss schon einen Sinn haben. Es ist vollkommen wurscht, wie viel Kohle ich bekomme. Wenn die mich anheuern würden und ich würde 10 Millionen Euro bekommen, dass ich irgend so einen Scheiß mache, wo mich dann jeder hasst, niemals im Leben, das keinem was bringt, das würde ich einfach nicht machen. Also du lebst nur einmal und schau das Ganze dann rückläufig immer an. Du sitzt mit 80 dort und schaust auf dein Leben zurück. Kannst du stolz drauf sein? Oder denkst du, scheiße, was habe ich denn in meinem Leben gemacht? Und das sind so 5 Punkte, die ich euch einfach hier wieder weitergeben wollte. Es hat jetzt ein bisschen was mit Reselling zu tun gehabt natürlich, aber es hat auch mit dem selbstständigen Dasein, mit dem ganzen Mindset in diesem Bereich zu tun. Und es gibt so viele Leute, die vernachlässigen manche Dinge,
wo ich mir denke, boah, Digga, das hat ja auch keinen Sinn. Und ich war halt selbst in diesem Bereich so, wo ich gesagt habe, ja, Gesundheit, ich bin noch jung, Familie, ja, die Freunde kommen schon mit. Aber dann bin ich mir drauf gekommen, Digga, das ist doch das Wichtigste schlussendlich. Und jetzt versuche ich es auch in diesem Bereich besser zu machen. Vollkommen klar. Jo, Freunde, ich hoffe, dieses klitzekleine Video hat euch gezeigt, hat euch gefallen natürlich, meine Kritzeleien, ja, kann man sagen, was man will, aber ich glaube, die Message ist einfach klar, denk langfristig, mach's nicht wegen dem Geld, vergiss nicht auf deine Säulen, hat das, was du machst, überhaupt einen Sinn und du lebst halt nur einmal. Das sind so wichtige Punkte, die man sich immer wieder fragen sollte. Nehmt euch einen Zettel und Stift, Freunde, schreibt es euch mal auf und beantwortet es ehrlich euch selbst. Um das geht's, es geht um euch, es geht um keinen anderen, sondern um euch. In diesem Sinne, wir sehen uns. Gerne lasst ein Abo da, gerne liked dieses Video, wenn es euch geholfen hat. Und gerne schreibt mal in die Kommentare, ob es überhaupt so einen Sinn macht, was ich hier auf YouTube mache. Das stelle ich mir sehr, sehr oft die Frage. Wirklich, das könnt ihr mir glauben. Jo, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René. Ciao, ciao.